Meine Oma, die ihre eigene Privatschule in Venezuela führte, weckte schon im frühen Alter die Leidenschaft für Wissensvermittlung in mir. Ein paar Jahre später kam die Musik in mein Leben, die mich seit damals unaufhörlich begleitet. Mit 24 Jahren wanderte ich in die Schweiz aus, einerseits um mich weiterzubilden, aber andererseits auch, um aus meinem wunderschönen Heimatland, leider vom Kommunismus zerstört, zu fliehen. Hier entdeckte ich, dass ich meine zwei größten Leidenschaften, Musik und Wissensvermittlung, gleichzeitig ausleben kann. Dann bin ich Musiklehrer geworden. Meine Schüler sind sehr besondere Menschen, die mich immer wieder motivieren, ein besserer Mensch und Lehrer zu werden. Durch die Musik kann ich ihnen gute Werte und Sozialkompetenz beibringen. Sie sind so speziell, dass sie auch meine Freunde geworden sind, weil wir immer Spaß miteinander haben. Diese Mischung als Musiklehrer, Orchesterdirigent, Sportlehrer, Ansprechpartner, Sonderpädagoge und Freund ist das Tollste an meinem Job. Als Musiker hatte ich viele unvergessliche Konzerte und Erfahrungen. Aber dieser Beruf als Musiklehrer einer Sonderschule ist das schönste Erlebnis meiner Karriere und mein Traumjob geworden. Ich bin John Hernandez, der Musiklehrer der Sonderschüler.